Wir wollen natürlich wissen, kommt das, was wir machen, bei den Lesern an oder schreiben wir völlig an denen vorbei? Mein Name ist Elisa Britzelmeier. Ich arbeite in der München- und Bayern-Redaktion von SZ.de. Ich bin dort Redakteurin am Newsdesk und ich schreibe auch. Und sitze sonst am Print-Online-Newsdesk und jetzt 2 Wochen hier im Container Collective im Münchner Osten, wo gerade ein komplett neues Viertel entsteht und wo wir jetzt mal 2 Wochen Lokalredaktion aus dem Container machen und ganz viele Events, Veranstaltungen, in denen wir mit den Lesern ins Gespräch kommen und über Themen diskutieren, die die Leser umtreiben. Warum macht ihr das? Wir machen das, weil wir unseren Redaktionssitz in einem sehr schönen Turm haben, der aber leider in Berg am Laim ist, was ein bisschen außerhalb ist. Und gerade als Lokalredaktion ist es natürlich sehr gut, wenn man mitkriegt, was so in der Stadt los ist, wie die Leser so ticken, die in dieser Stadt wohnen. Und wir wollten ein Stück näher an die Stadt ran, näher an die Leser ran und gerade jetzt in einem Viertel, in das Leute auch gerne gehen, weil sie vielleicht interessiert sind, was hier so passiert. Es gibt hier ja auch eine Bar, es gibt einen Café, es gibt diverse Künstlerateliers, es passiert dauernd was und hier kommen Leute vielleicht einfach gern vorbei und mit denen wollen wir reden. Ihr habt schon mit den Leuten geredet, die vorbeigekommen sind. Wie waren denn deren Reaktionen? Die Reaktionen waren durchweg positiv. Natürlich gibt es auch mal kritische Nachfragen. Warum berichtet ihr, wie ihr berichtet? Wir haben aber sehr positive Reaktionen eben hier bekommen. Leser, die sich sehr interessieren für die Themen, die wir zur Diskussion gestellt haben. Da ging es zum Beispiel um autofreie Innenstadt. Wie kann das weitergehen mit dem Verkehr in München? Da ging es um dieses Viertel an sich und Architektur, urbanes Wohnen. Wie funktioniert das? Das haben sich 4 Kolumnisten, die bei uns regelmäßig schreiben, 4 geflüchtete Journalisten zum Gespräch gestellt und haben ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt. Ja, und da kamen eben sehr viele Fragen von Lesern, sehr gut informierte Leser, die einfach da Lust drauf hatten. Und uns hat es großen Spaß gemacht bisher, auch weiterhin. Und wir haben selber Themenanregungen dadurch mitgenommen. Wir wollen natürlich wissen, kommt das, was wir machen, bei den Lesern an oder schreiben wir völlig an denen vorbei? Wir haben bisher so den Eindruck, es kommt eigentlich ganz gut an, aber es gibt immer noch viele neue Dinge zu entdecken. Kommt ihr denn auch bei den Lesern an mit dieser Aktion, dass ihr vielleicht neue Leser erreicht, die man mit der Zeitung bisher oder nicht mehr erreicht? Wir hoffen natürlich, dass wir dadurch auch Leser ansprechen, die noch nicht Leser sind, die einfach zufällig vorbeikommen oder die vielleicht so ab und zu Leser sind und sich jetzt denken, hey, die SZ bietet ja noch viel mehr als das, was ich bisher wusste. Gerade auch bei den jüngeren Lesern, also in der Online-Redaktion, merken wir ja durchaus, dass wir jüngere Leser haben. Deswegen auch dieser Ort, weil sich hier eben viel junges Leben tut. Wir merken durchaus so Sachen wie, ach, habe ich eigentlich schon lange nicht mehr und ach, das ist ja spannend und so weiter und so fort. Doch, das durchaus. Jetzt nach den 2 Wochen geht ihr aus dem Container wieder zurück in den SZ-Hochhausturm. Was nehmt ihr als Redaktion davon mit? Wir nehmen davon mit, dass wir auf alle Fälle Lust haben, so eine Aktion nochmal zu machen. Also wir haben bei den Lesern gemerkt, dass das Interesse groß ist. Wir merken im Haus, dass das Interesse groß ist. Wir denken, dass wir auch noch sehr viel mehr spannende Themen haben, die jetzt noch nicht dran kamen. Also wir würden sowas auf alle Fälle gerne nochmal machen. Jetzt gibt es eben Gespräche, wann, wie, wo vielleicht wieder hier. Und ich glaube, man nimmt auch ein gutes Gefühl mit im Sinn von, ja, da draußen sind durchaus Leute, die gerne mit uns reden und an denen wir nicht vollkommen vorbei arbeiten.